Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde, hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Und ganz nach dem Motto "Oops, I did it again" hat Elon Musk schon wieder zugeschlagen, nämlich Richtung Kryptowährungen, und hat richtig Gas gegeben, was das angeht, in Richtung Bitcoin. Das heißt, Aktien aus dem Bereich haben mal richtig zulegen können. Ob das jetzt eine MicroStrategy, eine Riot Blockchain oder was auch immer in dem Bereich war. Alles wurde gestern gekauft, nachdem Elon Musk gesagt hat, 1,5 Milliarden investieren wir in Bitcoins. Und das setzt sich natürlich auch heute noch fort, während eben am Aktienmarkt selbst eher so ein bisschen Beruhigung eingesetzt hat, die 14.000-Punkte-Marke beim DAX wieder unterschritten worden ist und ein bisschen Konsolidierung angesagt ist. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht nach den aufregenden Tagen in der letzten Woche und auch zum Auftakt dieser Woche, dass wir hier mal so ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Das ist ja immer sehr positiv im Markt, wenn wir diese Gewinnmitnahmen haben und uns ein bisschen Platz nach oben verschaffen, indem wir einfach durchatmen und dann wieder nach oben schauen können. Die 14.000-Punkte-Marke ist ja jetzt nicht so weit entfernt beim DAX. Wir schauen natürlich auch ein bisschen näher mal auf das, was jetzt diese Woche kommen wird, heute Nachmittag in unserer Sendung Zertifikate Trade des Tages um 14.15 Uhr. Dann werden wir uns nämlich mal mit den Chip-Aktien wieder beschäftigen. Das ist ja so ein bisschen unser Steckenpferd in letzter Zeit. Das habt ihr jetzt öfters gesehen. Wir haben ja mit der Siltronic schon ganz gut vorne gelegen, haben auch hier eine Position nach der Übernahmeankündigung aufgebaut. Und wir planen hier heute Nachmittag eben auch nochmal einen Rundumschlag zu machen. Chip-Sektor, was wird hier noch gespielt werden? Was wird hier noch passieren? Übernahmen wird es noch zahlreiche geben. Und wir werden uns da ein bisschen näher umschauen. Deshalb gucken wir uns auch gleich mal ein bisschen die Charts an, nämlich als allerersten mal den Philadelphia Semiconductor Index. Den haben wir öfters hier schon in der Sendung präsentiert. Und wir sehen hier einen intakten Aufwärtstrend. Wir sehen, dass Dips hier relativ häufig, relativ schnell zurückgekauft werden. Das haben wir hier öfters jetzt in den vergangenen Wochen gehabt. Und das ist ein sehr starkes Zeichen. Das zeigt, dass hier sozusagen der Kochtopf auf der Platte steht und schon ziemlich stark kocht und die Aufwärtsbewegung weiter intakt ist. Und das ist natürlich nicht zuletzt dem geschuldet, dass die Übernahmeankündigung des japanischen Konzerns Renesas für Dialog Semiconductor in den Markt gekommen ist. 67,50 Euro will man bezahlen pro Aktie. Jetzt ist der Kurs ein bisschen zurückgelaufen, weil man eben gesagt hat, man möchte diese Übernahmevereinbarung auch annehmen. Das ist also angeblich in trockenen Tüchern. Und wir gucken uns das natürlich jetzt ein bisschen näher an. Wo könnte denn die Aktie eigentlich noch hingehen, wenn jetzt diese Übernahmevereinbarung nicht in trockenen Tüchern ist? Also wenn zum Beispiel ein neuer Bieter in den Markt eintreten wird. Wir gehen nämlich davon aus, dass hier wesentlich mehr zu holen ist bei Dialog Semiconductor, ähnlich wie bei Siltronic, eigentlich noch ein Stückchen mehr. Und wie und warum das so sein wird, das werden wir natürlich heute Nachmittag in der Sendung besprechen. Und deshalb war es das jetzt auch erstmal für die Charts. Das wollen wir uns dann für heute Nachmittag natürlich aufheben. Insbesondere natürlich auch einen Blick auf Cisco, die hier nachbörslich Zahlen bringen. Also ein bisschen, wie gesagt, ein Update von all diesen Chip-Aktien. Aber Fokus liegt natürlich auf der Dialog Semiconductor. Wir haben hier uns ein Zertifikat rausgesucht mit der Kennnummer MA4VWC. Hebel ist 4. Und Knockout-Schwelle 49.02 ist ziemlich weit entfernt vom aktuellen Kurs, weil es wird sich ja eher nach oben als nach unten bewegen. Und wie gesagt, wir schauen uns ein Roundup in diesem Bereich von den Chip-Aktien an. Wer kommt vielleicht sogar noch in Frage in diesem Übernahme-Chip-Sektor? Also wie werden die Karten da neu gemischt werden? Wir sind ja letztes Jahr schon davon ausgegangen, dass hier starke Antizipationen herrschen werden, auch zum Beispiel bei Infineon etc. Seid dabei heute Nachmittag, 14.15 Uhr, Zertifikate-Trade des Tages. Registriert euch unter heavytraders.live und dann sehen wir uns mal näher an, was hier alles möglich sein wird. Also bis heute Nachmittag, wir freuen uns auf euch.